Hey, ganz herzlich willkommen zu dieser Postfolge, da es sich viele wieder gewünscht haben und mein Postfach mal wieder voll ist, mache ich heute mal wieder eine Postfolge und dann legen wir mal wieder los. Einige sind davon offen. Ich habe öfters mal runtergescrollt und habe geguckt, ob da eine Rückanfrage, also sowas mit RE, steht oder privat, deswegen sind manche offen, weil ich beim Runterscrollen aus Versehen drauf gekommen bin. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. So, wir fangen mit der Zelda Young Sister an. Beste YouTuberin der Welt. Oh, wie süß. Hey May, ich liebe deine Videos so sehr. Ich gucke mir all deine Videos an. Weil deine Videos so cool sind, habe ich. Warte. Weil deine Videos so cool sind und ich habe auch eine Frage. Wann kommst du auf Server Strawberry Kingdom, also 4? Würde mich nämlich freuen, wenn ich dich mal auf Star Stable sehen, treffen könnte. Ich habe momentan wegen der Schule und wegen Calimero nicht unbedingt viel Zeit, online zu kommen. Ich denke schon, dass ich immer wieder drauf wechsle, aber es kann halt sich ganz schön lang ziehen. Ich denke, wir können uns schon mal sehen. Vielen Dank für deinen Brief, Zelda. Zoe Kittenra, die kenne ich doch. Hey. Hallöchen, May. Yay, endlich ist dein Postfach voll. Kennst du mich noch? Ich bin die, die in New Hillcrest ein Bild wollte. Ja, dich kenne ich noch. Aber nun zum eigentlichen Brief. Ich finde, du bist ein total netter und freundlicher Mensch. Ich finde deine Videos total toll und beneide dich sehr. Könntest du mir vielleicht verraten, wie dein Bearbeitungsprogramm heißt? Es heißt Wondershare Filmora. Außerdem mag ich deine Stimme total gerne. Nun wünsche ich dir mit deinem Pferd noch ganz viel Spaß und Glück bei der Arbeit. Ihr passt übrigens richtig gut zusammen. Oh, vielen Dank. Ach ja, kannst du meine Freundin Carla Kittenwell grüßen? Ich grüße die Carla Kittenwell und die Zoe Kittenwell. Oh, Well und Kittenwill. Okay. Liebe Grüße, Zoe. Leandra. Oh, so eine. Ich kenne einen echt, eine Leandra. Mein Name ist voll schön. So, Nina Norstep, Fan. Hallo May, ich liebe deine YouTube-Videos und du sollst niemals damit aufhören, denn sonst wäre ich mega traurig. Aber ich hoffe, dass du das niemals tust. So, jetzt aber zu den Komplimenten. Oh nein. Oh, deine Stimme ist so angenehm. Ich höre dir gerne zu. Das ist so süß. Dankeschön. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Deine Videos sind super. Eigentlich ist alles super, was du machst. Wenn ich das alles aufschreiben müsste, dann würde ich noch 100 Jahre vor dem PC sitzen. PS, ich würde so gerne Herzen machen, aber das kann ich nicht. Dann hast du wahrscheinlich einen Mac-PC, oder? Ich liebe deine Videos. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Naja, ich kann das nicht oft genug sagen. Ich habe dich ja mal getroffen und habe direkt ein Foto machen müssen, weil ich es sonst nicht glauben würde. Ich hoffe einfach nur, dass der Brief ankommt. Ich liebe dich. Viele, viele Herzen. Ich hab dich auch lieb, Nina. Oh Gott, ist das süß. Oh, vielen Dank. Ich weiß immer nicht, was ich zurückgeben kann, weil das ist so. Diese Worte, die bauen einen immer so auf, denn es gibt immer Leute, die einen runterziehen wollen mit irgendwelchen Worten und das baut einen halt wieder so richtig auf. Oh, vielen, vielen Dank. Leila Softhavel, Postfolge. Hey May, wir sind zwar in einem Club und ich hätte es so schreiben können, aber egal. Du bist echt sehr nett und bist meine Lieblings-YouTuberin. Du hast eine sehr, sehr schöne Stimme. Bleib so, wie du bist und mach weiter so. Hab dich ganz so lieb, deine Leila. Oh, wie lieb. Ich glaube, da war ich aber noch in den Southern Pioneers. Kann das sein? Oder warte mal. Moment. Oh. Moment. Da. Leila? Leila Softover. Leila Sweetcake ist da drin. Ja, ich denke, das war dort. So. Nina Norstep, Fan. Hey, oh Gott, ist der lang.
Hey Mandy, ich bin Nina und möchte dir einfach mal nur mal sagen, wie toll du bist. Deine Videos sind toll und deine Stimme ist so beruhigend. Wenn ich mich schlecht fühle, gucke ich deine Videos und mir geht's sofort besser. Durch dich habe ich SSO kennengelernt und auch viele gute Freunde in SSO gefunden. Ich weiß nicht, wie oft ich dir noch sagen kann, wie toll du bist. Du bist die Beste. Höre niemals mit YouTube auf. PS, ich würde dir so gerne Herzen schicken, aber ich kann leider keine machen. Ich weiß nicht, wie man sie macht. Hast du, oder bin ich doof? Nee, hast du ihnen einen Brief geschrieben? Also, wenn ihr Herzen machen wollt, dann müsst ihr Alt drücken, das ist links neben der Leertaste. Und wenn ihr rechts die Tastatur habt, also es gibt ja oben die Zahlen und dann noch rechts und die braucht ihr und dann zum Beispiel 1 und 5 oder ich glaube auch dreimal die 9. Nein, nicht dreimal die 9, viermal die 9. Ja, viermal die 9. Also 1 und 5 oder viermal die 9. Was wurde... Oh Manu, okay. Das geht auch als 1 durch. Vielen Dank für deinen Brief, Nina. Layla Sweetcake, die ist aber im Club. Fanpost. Hurumei, ich habe dich vor ein paar Monaten auf YouTube gefunden und dachte mir, sie macht voll die tollen Videos. Und dann habe ich dich sofort abonniert. Hoffentlich komme ich durch. Du hast voll die beruhigende Stimme. Liebe Grüße, Layla. Oh, vielen Dank, Layla. Oh, das ist sehr, sehr lieb von dir. Nein, Layla. Es ist voll. Isabella Highgate. Hey, May. Hey May, ich freue mich total, dass dein Postfach leer oder frei ist. Erstens, du hast eine tolle Stimme. Zweitens, du bist wunderschön, zumindest auf sozialen Netzwerken. Drittens, du machst wirklich tolle und kreative Videos. Viertens, können wir eventuell mal etwas zusammen machen? Also freundschaftlich auf SSO. Momentan habe ich leider nicht die Zeit, aber wenn ihr mich seht und ich die Zeit habe, könnt ihr sehr, sehr gerne was machen. Zum Beispiel leveln oder ausreiten. Sowas mache ich eigentlich ziemlich gerne. Außer wenn ich halt irgendwie gerade was aufnehme oder gerade was mit einer Freundin mache, dann möchte ich lieber was mit dieser Freundin in dem Moment machen, weil ich wirklich nicht so viel Zeit habe und dann gerne mal was mit ihr persönlich machen möchte. Aber ja, können wir gerne mal machen. Vielen Dank für deinen Brief, Isabella. Fiona Beerwerer. Fanbrief. Hey May, ich liebe deine Videos so sehr. Ich habe seit gestern einen YouTube-Kanal. Yay, ich habe mich so gefreut. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Der Kanal ist schwer zu finden, aber wenn du dieses Video auf YouTube eingibst, kommst du auf meinen Kanal. Also, gebe das ein. Star Stable SSU Rennen. Jaspers Farm. May, bitte lese dann die Infobox. Okay. Ich gehe hier kurz sozusagen AFK und schau da mal vorbei. So, Fiona, leider konnte ich die nicht finden, aber vielleicht kannst du ja unter diesem Video schreiben und dann kann ich gerne vorbeischauen. Aber ich habe jetzt 5 oder 10 Minuten gesucht, aber ich habe leider nichts gefunden. Tut mir leid. Liebe Grüße, dein größter Fan, Mia. Das ist so super lieb von dir, Mia, genau. Vielen Dank für deinen Brief. So, Bianca Musan. Hey. Huhu, ich bin ein mega großer Fan von dir und ich schaue deine Videos täglich. Ich liebe deine Videos. Mach weiter so. Liebe Grüße, Bianca oder Alexa. Oh, Alexa, du hast heute einen schönen Namen. Vielen, vielen Dank für deinen Brief. Luciana Moonbrook. Hey. Hey May, ich wollte dir nur einmal sagen, wie toll ich dich und deine Videos finde. Mach weiter so und lass dich nicht runterziehen. Du bist so toll, wie du bist und auf YouTube etwas Besonderes. Hör niemals mit YouTube auf. Hab dich lieb, liebe Grüße. Oh, vielen, vielen Dank, Luciana. Ich hab dich auch lieb. Oh. Okay, dann Lisa Lancy. Hi. Hey May, ich bin ja durch einen ganz dummen Zufall zu dir gekommen. Das weißt du sicherlich noch. Ich finde deine Videos einfach nur klasse. Wie kommst du bitte auf die Ideen? Irgendwie fallen mir immer abends ein und dann will ich die sofort umsetzen.
Ich habe noch ein paar Fragen. Warum ist deine Stimme so schön? Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Stimme nie wirklich toll fand, bis ich YouTube angefangen habe. Na, ich finde sie immer noch nicht so richtig toll, aber anscheinend findet ihr sie sehr beruhigend. Und eine Freundin von mir hat gesagt, sie konnte mit meinem Video einschlafen, weil das so, ich weiß nicht, so ruhig war und sie dann einfach irgendwie irgendwann eingepennt ist. Ja, ihr könnt die Videos zum Einschlafen nehmen, dann fallt ihr nach 2 Minuten in den tiefen, tiefen Schlaf. Kannst du mal mit Facecam aufnehmen? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, denn ich bin noch 15 und naja, ich bin halt noch nicht volljährig und ich weiß nicht, ob ich mich im öffentlichen Netz darstellen möchte und ob meine Eltern das so toll fänden. Und naja, deswegen erstmal noch nicht. Spielst du noch was anderes als SSO? Ich glaube Sims 4, League of Legends oder League of Legends? Ich vertausche das immer. Und oh Gott. Gute Frage. Ich habe Wendy immer gespielt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch habe. Eigentlich spiele ich Alicia Online noch, genau. Und kannst du bitte grüßen Cassandra Wolfhand, die beste Clubbesitzerin, die ich kenne. Okay, ich grüße Cassandra Wolfhand und Lena Turtlebrook und die Lisa Lionsee, die für alles ein offenes Ohr hat. Oh. Also so ein Zuhörer und oh, das ist immer toll. Würde mich auf eine Antwort freuen. Hab dich lieb, deine Lisa. Lisa hat dich auch lieb, Lisa. Dankeschön für deinen Brief. So. Judith Pineheaven, du bist die beste YouTuberin. Hey May, ich freue mich endlich, dir zu schreiben und ich wollte dir schon sehr oft schreiben, aber es ging nicht. Aber jetzt. Du machst voll die schönen Videos. Ich gucke sie immer, wenn ich habe. Sie immer, ich habe eine Frage an dich. Können wir mal zusammen ein Video machen? Wenn ja, kannst du mir zurückschreiben. Das wäre nett, wenn du das machst. Ich liebe dich, May. Wenn ein paar Fehler drin sind, dann tut es mir leid. Ich kann Rechtschreibung nicht so gut. Alles gut, Judith. Das mit den Videos wird eher nicht klappen, da ich die Zeit nicht habe. Ich bin jeden Tag eigentlich immer weg und um ehrlich zu sein, habe ich dann nicht noch die Lust, am Abend irgendwie noch an den PC zu gehen und dann irgendwie was aufzunehmen, sondern einfach mich ins Bett zu fallen oder irgendwie einen entspannten Abend zu haben. Deswegen kommen jetzt wahrscheinlich auch momentan nicht so viele Videos, aber ich habe das euch schon mal gesagt, deswegen ihr seid vorgewarnt. Und ich denke, ich mache noch 2 Briefe. Zoe M Mountain Hover, Fanpost. Hey May, endlich ist dein Postfach nicht voll. Ich bin die, die dich schon 6 Mal getroffen hat. Ich liebe deine Videos, Mandy. Mach weiter so. Liebe Grüße, Zoe. Vielen, vielen Dank, Zoe. Und Stina Firestone, hab dich lieb. Oh Gott, so ein Lange. Hey May, ich hoffe, die Nachricht kommt an und nett, dass dein Postfach voll ist. Das wäre nämlich mega schade. Jetzt zum eigentlichen Teil. Ich mag dich sehr und liebe deine Stimme. Ich will, die will ich in AO, oder was? Deine Stimme. Ich mag dich sehr und liebe deine Stimme. Ich will dich, ich au, eine Stimme haben. Oh Gott, ich kann das gerade voll nicht umfassen, weil es zu spät ist und ich keine Ahnung mehr habe. Okay, aber ich denke, das war ein Kompliment und vielen Dank dafür. Ich liebe dich mega. Ich hab dich mega lieb und mache bitte weiter so mit YouTube und hör nie damit auf. Ich freue mich immer sehr, wenn ein neues Video von dir kommt. Dann bin ich immer total aufgeregt oder aufgedreht. Keine Ahnung, ob das so geschrieben wird. Und lass dich nicht von den ganzen Hatern runter machen. Lassen, weil du eine tolle YouTuberin oder tolle Person bist. Oh Gott. Du bist die Beste. Ich wollte dir eigentlich ein Herz,
aus Herzen machen und noch hab dich lieb mit Herzen, aber mein PC ist eben gerade, glaube ich, nicht in guter Laune und verbietet es mir. Aber stell dir einfach vor, als wenn es hier wäre. Das fände ich hammer cool von dir. Ich stell's mir vor, aber danke schön für dein Herz, dein imaginäres Herz und dein HDL. Hab dich lieb, ich hab dich auch lieb. Mach einfach weiter so und verändere dich nicht, weil du so, wie du jetzt bist, bist du die Beste. Sorry, dass der Brief so lang ist, aber er musste sein. Liebe Grüße, Stina. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe lange Briefe. Und, das ist mega süß von euch. Ich muss mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für alle lieben Wörter, die immer so aufbauend sind. Und ihr seid echt eine tolle Community und das muss man einfach mal öfters loswerden. Ich weiß nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und ich muss mich echt für diese tollen Briefe bedanken. Und die nächsten werden wahrscheinlich genauso toll sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!